Einer aber kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und packte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, sei gerecht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wehe dir, wer sonst sollte gerecht sein, wenn nicht ich? Ich meine, der ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was ist denn das? Umar radiallahu anhu sagte, was? Ja, Rasulullah, lass mich diesen Menschen hier töten. Warum? Was ist denn mit dem los? Sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sei gerecht. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möge Allah bewahren, dass die Leute reden, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, er bringt seine Leute um. Er, dieser Mensch hier, der gesagt hat, sei gerecht, dieser Mensch hier und seinesgleichen lesen den Koran, aber er überschreitet nicht ihre Kehle. Also der Koran wird zwar gelesen, er gelangt aber nicht ins Herz. Sie werden aus der Religion rausschießen, so wie ein Pfeil durch die Beute schießt. Ein Pfeil, wenn er geschossen wird, dann geht er von einer Seite rein, von der einen anderen Seite raus. Sie gehen in den Islam genauso. Sie gehen in den Islam rein und wieder raus. Warum? Das sind die Khawarij. Das sind die Khawarij, also diejenigen, die die Muslime als Kuffar bezeichnen. Und die Muslime bekämpfen und töten, weil sie als Kuffar abstempeln. Möge Allah uns davor bewahren. Und das ist ihr Ursprung. Das ist ihr Ursprung. Und er wurde bezeichnet mit Dhul Khuwaisirah, dieser. Und er gehörte auch, oder seine Leute gehörten dann auch zu den Khawarij. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bezeichnete oder beschrieb auch diese Khawarij, indem er sagte, ihr werdet eure Gebete im Verhältnis zu ihren Gebeten gering schätzen. Das heißt, sie beten viel, lesen viel Koran, aber es berührt nicht ihre Herzen. Sie profitieren nicht davon. Warum? Weil sie eben zu sehr Hass empfinden gegen ihre Geschwister. Zu unbarmherzig sind. Sich freuen, wenn sie einen Fehler finden bei ihren Geschwistern. Ja, ich kann ihn als Kafir bezeichnen. Anstatt dass er sagt, la hawla wa la quwwata illa billah, ja Rabbi, leite ihn recht. Ja Rabbi, gib ihm Wissen. Ja, anstatt dass er Dua macht, mal zwei Rak'a betet, damit dieser Bruder, der diesen Fehler gemacht hat, und er hat es noch nicht mitbekommen, dass es falsch ist. Nein, ja. Oder damit sie dann spotten und beleidigen. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Sie haben Spaß am Verzehren des Fleisches ihrer Geschwister. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen hüte dich davor, über andere Geschwister zu reden. Wer Fehler macht, klär ihn auf, liebevoll. Musa und Harun, alayhi salam, sollten zu Pharao, der sagte, er sei Gott, der größte Gott, sagte er, sei er. Und Allah schickte Musa und Harun, alayhi salam, zu ihm und er sagte ihnen, sagt ihm sanfte Worte. Dann doch dein Bruder erst recht. Er hat einen Fehler. Er hat etwas nicht verstanden, er hat Missverstände oder Missverständnisse. Klär ihn sanft auf, klär ihn liebevoll auf, sei sachte. Du warst doch auch unwissend. Allah Azza wa Jalla sagt, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Ihr wart genauso vorher, doch Allah hat euch die Gunst erwiesen. Du hattest doch auch Zeit gebraucht, bis du auf das Gleis gekommen bist, auf die richtige Schiene. Gewähre also anderen auch Zeit. Bringe ihnen die Religion sachte bei. Sei liebevoll zu den Menschen.